Damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen hier in Final Fantasy 3 und ich war ganz kurz mit meinem Flugschiff hier in Ur, hab ein paar Potions gekauft, mich hochgeheilt und den anderen beiden Neuzukömmlingen nochmal ein Lederarmband gekauft und ich glaube, wir müssen jetzt hier hin. Ich glaube, das ist, da geht es nicht weiter. Ne, okay, dann war es da nicht. Irgendwo müssen wir die Höhle finden. Ah, das wird die Höhle sein. Versiegelte Höhle. Genau. Und weil die so versiegelt ist, kommt auch keiner rein oder raus. Außer wir natürlich. Weil wir sind Imber. Hallo? Irgendjemand da? Zumindest auch keine Gegner. Das ist doch schon mal... Oh, sehr früh gefreut. Ach, Skelette. Das waren die, die uns vorher getötet haben. Naja, diesmal habe ich wenigstens vorher gespeichert. Angriff. Mal gucken, wie gut mein neues Schwert gegen die ist. 49. 13. Okay, die sind diesmal nicht so stark. Und wieder aufgestiegen. Das geht momentan wirklich so im Sekundentakt. Gucken wir mal, vielleicht ist der Schädel was Besonderes? Nee. Aber da vorne liegt irgendwas. Wir sind also gar nicht mal so falsch. Angriff. Ich glaube, jetzt gebe ich dir nachher die heiligen Pfeile wieder. Na, vielleicht auch noch nicht. 50 Stufe aufgestiegen. Nochmal eine Stufe aufgestiegen. Genau, da ist eine Truhe. Wunderbar. Und enthielt Witter. Das ist gar nicht schlecht. Das können wir nämlich jetzt gerade den nächsten beibringen. Magie. Nee, Item. Du hast noch keine Witter. So. Da haben wir zumindest mal zwei Leute, die Witter können. Ein Hinterhalt. Gar nicht gut. Greifst den mal an. Magie. Witter. Auf Tina. Magie. Witter auf das Skelett hier. Und du nimmst das Skelett. Wow! Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Hier unten geht's noch weiter. Und natürlich wieder der nächste Gegner. Okay, das sind Mumien. Aber die sind auch untot. Das heißt, mein Schwert ist gut. Die Vita können wir gegen die nutzen. Und Angriff. Ein Kinderspiel.
Sage ich jetzt und nachher sterben wir garantiert wieder. Okay, wo geht's weiter? Und Johnny ist wieder eine Berufsstufe aufgestiegen. Da freut sich alle. Alle so, yeah, Johnny. Johnny is our man. So. Nächste Etage. Die Truhe enthielt 500 Chill. Ja, das ist nicht schlecht. Aber ansonsten ist hier nichts. Okay. Aber auch keine Gegner. Das ist auch schon mal schlecht. Da ist auch noch nichts. Okay, was sind denn das für Viecher? Verfluchte Münzen. Okay, wir sollten in der nächsten Runde mal heilen. Du greifst mal verfluchte Münzen an. Magie, Witter, und zwar auf dich selbst. Du greifst an. Achso, und Johnny kann nicht kämpfen. So, okay. Okay, ah nee, das geht auf Johnny. So, und du greifst an. So, ich will ganz kurz die Item benutzen. Potion. Da unten geht's noch weiter. Perfekt. Die Truhe enthält nochmal eine Potion. Also wenn es hier so viele Potion gibt, dann denke ich mal, brauchen wir die wahrscheinlich nachher. So, wo müssen wir denn eigentlich jetzt lang? Von da oben sind wir, von rechts sind wir gekommen. Ich war also nach oben. Um zurückzukommen.
Ja, jetzt geht's bedeutend langsamer mit dem Aufsteigen. Also, verhältnismäßig. Okay, ja. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ah doch, nee. Irgendeine Ecke habe ich übersehen. Ich bin auch gerade ein bisschen müde. Es ist schon etwas später. Ich werde jetzt auch, glaube ich, gleich aufhören. Habe 2 Folgen aufgenommen. Das reicht erstmal für heute. Und dann brauche ich erstmal eine Runde Schlaf. Ich will trotzdem erstmal wissen, wo es da weitergeht. Puh, Stufe weiter aufgestiegen. Also muss es doch hier lang gehen. Nach unten geht es jedenfalls nicht, das wissen wir. Nach oben auch nicht. Vielleicht ging es doch nach hinten irgendwo hin. Oder wir müssen wirklich wieder das Suchen machen. Das kann auch sein. Zumindest steigen wir noch immer ein bisschen auf. Ach, da hinten geht's noch weiter. Okay. Das ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, mir ist das vorher in Gang. Außer das ist natürlich die Ecke, wo wir schon waren. Das kann natürlich auch sein. In Dungeon verirre ich mich grundsätzlich immer. Okay, hier waren wir schon, glaube ich. Ah ne, hier geht's runter. Okay. Nee. Ah ne, danke. Hey, jetzt verstehe ich. Wir sind von hier gekommen und müssen in die andere Richtung. Jetzt macht das Ganze Sinn. Ich habe schon wieder halb geschlafen. Ich sollte so spät nicht mehr zocken. Aber ich habe gedacht, so neben den ganzen Dragon Age Sachen, die ich jetzt gerade oder rendern will, kriege ich noch schnell ein paar Final Fantasy Videos dazwischen geschoben. Und deshalb habe ich die jetzt noch reingeschoben. So. Du greifst an. Und du benutzt mal das Item Phönixfeder. So,
Ich würde sagen, wir machen dann jetzt, heilen wir den ganz kurz nochmal. Und dann Augentropfen einmal für benutzen für dich hier. Und einmal Potion für Johnny. Und dann speichere ich mit Schnellspeichern ab hier im Dungeon und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.